Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der erste Amtstag des neuen US-Präsidenten Trump wird weltweit von Protesten begleitet. Allein in den USA wurden Aktionen in rund 300 Städten angekündigt. In der Hauptstadt Washington wird mit bis zu 500.000 Demonstranten gerechnet. Sie versammeln sich dort zu einem Marsch der Frauen, unter anderem gegen Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit. Trump hatte sich wiederholt abfällig und sexistisch über Frauen geäußert. Zum Marsch auf Washington hatten sie sich verabredet. Frauen aus dem ganzen Land sind in die Hauptstadt gekommen, um gegen den neuen Präsidenten zu protestieren. Wohl eine der größten Kundgebungen seit der Bürgerrechtsbewegung. Dies ist die gute Nachricht in der schlechten, ein Ausdruck wahrer Demokratie. Unsere Verfassung beginnt nicht mit den Worten "Ich, der Präsident", sondern mit "Wir, das Volk". Für den frisch vereinigten